Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Creativerse. Und wir haben ja in der letzten Folge eine geile Höhle gefunden. So, wir haben aber jetzt nicht mehr ganz so viel dabei an Sachen. Jetzt müssen wir mal eben schauen, was haben wir hier alles gebunkert. Jetzt werden wir noch ein bisschen, wir werden uns jetzt erstmal noch den ein oder anderen Extractor, glaube ich, bauen. Und dafür brauchen wir... Jetzt mach mal hier bitte. Hallo? Er will wieder nicht. Okay. Aha, aha. Okay. Er hat es dann doch geschafft. So, dann machen wir mal 4, machen wir mal 6, 8. Und hier machen wir dasselbige von. Weil wir brauchen für den Extractor, warte mal, was war das? 2 jeweils. Dann können wir uns auf jeden Fall 4 Stück bauen. Rüstungsmäßig sind wir, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Ja, da haben wir jetzt ja alles, glaube ich, in der letzten Folge haben wir uns da alles geballert, was man so machen kann. Was haben wir denn hier? Aha, da fehlen uns die Dinger. Da könnten wir mal endlich ein paar Steinstufen machen. Und hierfür brauchen wir... Da könnten wir auch... Entschuldigung. Auch was machen. Arctic Table können wir nicht bauen. Schilder könnten wir noch machen. Aber ich wollte... Was ist denn das? Tailwood Floor. Oh, schön. Ich wollte auf jeden Fall erstmal gucken, schwupp, dass wir nochmal in die Höhle gehen und dann auf jeden Fall noch so das ein oder andere abbauen. Vielleicht finden wir ja sogar ein bisschen Diamant. Wer weiß, wer weiß. So, jetzt lassen wir erstmal das, was wir nicht brauchen, das lassen wir hier. So. So, das ist Kohle, Obsidian. Oh ja, das lassen wir auch hier. Das lassen wir hier, das lassen wir hier. Okay, eine Bombe. Stunbomb. Und das Eisen. Ne, warte mal, das Eisen nehmen wir wieder mit. Und das Obsidian auch. Das packen wir hier vorne rein. Warte mal, hier hatten wir nämlich das Eisen. So. Okay, und dann tun wir das Obsidian dabei. So, warte mal. Und hier haben wir die Kugeln. Okay. Dann haben wir da schon mal ein bisschen Platz. Dann können wir auf jeden Fall noch was mitnehmen. Wupp. So, jetzt müssen wir mal gucken. Schwubbliwupp. Collect all. So, das nehmen wir alles mit. Vielleicht können wir uns noch was von dem Licht bauen. Wo sind die geilen Lampen? Ah ja, wir haben jetzt hier auch blaues Licht, ne? Blau. Oh, eine Gaslampe. Ja, wie geil ist das denn? Das gibt auch 4 Stück. Und hier bräuchten wir... Wir haben 22 mal Kohle. Wir bräuchten Glas. 2 Stück. Ja, und Wood und Stone. Okay, das haben wir, glaube ich, alles oben. Was haben wir hier noch? Wood und Stone. Hier ist nix. So, und da haben wir... auch nix. Oh, da haben wir noch 2 von den Dingern. Ja, wie geil ist das denn? Ja, wusste ich gar nicht mehr. Ja gut, man wird ja auch nicht jünger. Wo haben wir denn unser Glas? Dann machen wir uns nämlich noch welche von den tollen Lampen. Nee. Da können wir nichts gebrauchen von. Und hier haben wir Glas. So, 2-mal Glas. Ich glaube, wir machen mal noch ein bisschen Glas. So. Und dann haben wir... Was war das noch? Ja, das brauchen wir und das brauchen wir. Gut. Dann haben wir das. Dann können wir da unten schon mal wieder ein bisschen bauen. So, dann würde ich sagen, wir machen uns mal eben hier nochmal. Okay, so. Woodrot. So, dann haben wir 4 von den Lampen nochmal dabei. Das sollte genügen. So, jetzt werden wir erstmal, warte mal, ein bisschen was futtern. Okay. Dann hier. Und dann gehen wir nochmal fleißig in die Höhle und schauen mal, wie weit wir da noch kommen. Und ob wir noch ein bisschen was finden. Ja. Das wäre natürlich richtig geil. Wir gucken mal. Okay, schönes Licht haben wir hier. Hier haben wir soweit, glaube ich. Ah, ne, hier haben wir noch. Oh, wie geil ist das denn? Hier haben wir noch, was ist das denn? Bedrock. Extractor. Und da ist noch. Oh, da ist noch mehr drunter. Hier ist ganz viel Kohle. Und da sind ganz viele Gegner. Ja, die trauen sich aber im Moment nicht.
Okay, Limestone. Von der Kohle sollten wir vielleicht noch den einen oder was, wie viele Blöcke sind. Oh, das ist aber viel, ne? Ja, dann komm du mal her. Ich glaub das nicht. Ein Feigerling. Da haut er uns einen vor den Sack. Was haben wir denn da? Mut. Nehmen wir alles mit. Ich glaub's ja wohl nicht. Da haut er uns einen vor den Sack. Okay, jetzt müssen wir mal eben ein bisschen umbauen. Den müssen wir jetzt mal hier reinpacken. Was haben wir denn da? Wood Mining Cell. Was war das noch? Ach, okay. Den brauchen wir jetzt erstmal hier. Dann werden wir den mal schnell hier hinstellen. Und machen uns mal eben einen Extractor. Den er natürlich wieder nicht macht. Okay, da haben wir ihn schon. Collect all. Und vielleicht machen wir uns noch einen zweiten. Okay. So. Wo sind sie denn? Ach, da unten sind sie drin. So, der baut erstmal ab. Und dann gehen wir mal eben dem kleinen Mann da unten einen Besuch abstatten. Aha. Ja, triffst du mich nicht, wa? Hast ja Pech gehabt, mein Freund. So, was. Geile Kiste. Nehmen wir wieder alles mit. Okay, dann werden wir jetzt mal schauen, wo ist unser Licht? Wow, das ist hier eine geile Höhle. Aber sowas von geil. Obwohl, es macht mir ja schon Angst hier. Schwupp. Wow. Was haben wir denn da? Magnetite. Nee, brauchen wir nicht. Schade, da ist jetzt nicht unbedingt was Neues dabei. Vielleicht sollten wir dann nochmal ein bisschen tiefer gehen. Limestone und normaler Stone. Okay. Aber vielleicht haben wir hier hinten noch ein bisschen was. Hier haben wir ja auch schon Magnetit. Ein bisschen Licht machen noch. Ja gut, hier haben wir wieder diese Fossilen. Ja, aber die wollte ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Wir gucken mal. Vielleicht werden wir jetzt erstmal... Den nehmen wir erstmal wieder mit. Wie weit ist der Kollege hier? So, zacker. Und der ist auch fertig. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch mehr. Boah, ist hier viel Kohle. Die könnten wir ja eigentlich... Komm, wir nehmen sie alle mit. Was? Wir haben nur zwei? Zwei Stück gehabt? Okay, dann können wir die jetzt nicht mitnehmen. Okay, dann werden wir jetzt erstmal hier weiter runter buddeln, würde ich mal vorschlagen, oder? Wir gucken mal. Irgendwas müssen wir hier finden. So. Da ist ja, glaube ich, nicht viel runter. Wir gucken mal. So, wir haben auf jeden Fall jede Menge Licht und Stones bauen wir jetzt hier ab wie, Hulle. Aber irgendwas muss doch hier unten sein. Also ich weiß nicht genau, wie weit wir runter müssten. Wo sind denn unsere Fackeln? 20 Fackeln haben wir. Wir sollten uns mal... So. Dann gucken wir mal, wie weit wir hier runterkommen. Okay. Das sieht nicht gerade danach aus, als wäre das hier schnell erledigt. Also wir finden hier jede Menge Bedrock. Schade, ich habe gedacht, dass wir vielleicht mal auf was Neuartiges stoßen. Aber, oh, Siltstone, den können wir nicht abbauen. Okay, den können wir auch nicht abbauen, aber das macht nichts. Wir haben ja noch die andere Zelle, wenn es denn sein muss. Siltstone, Siltstone, okay. Gut, da müssen wir wohl jetzt unsere
Obsidianzelle nehmen, so. Oh, wir kommen immer tiefer. Das ist natürlich eine feine Sache hier. Jetzt hoffe ich, dass uns nicht gleich da Dingen hier kaputt geht. Oh, was haben wir hier? Stalagmite. Silstones. Okay, ich weiß nicht, wie tief man hier buddeln müsste. Ich habe da echt keinen Plan von, aber ich habe mir gedacht, wir machen jetzt einfach mal so eine kleine Höhlentour. Um einfach mal ein bisschen was noch zu finden, was man so alles gebrauchen könnte. Ich würde ja auch gern mal, ganz ehrlich, ein bisschen Diamant finden. Aber ich glaube, dass, da werden sonst, glaube ich, hier im Moment die Finger von freihalten. Und ich weiß auch gar nicht, wie tief man da letztendlich buddeln müsste, um da überhaupt dran zu kommen. Ja, gut, die Zelle wird wahrscheinlich nicht mehr lange halten. Müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Das ist die Stone. Na, die Stalagmite können wir auch nicht haben. Also wir brauchen letztendlich diese Obsidianzelle, um okay, machen wir die da rein. Warum will er das denn jetzt nicht? Okay, jetzt hat das geschnallt. Gut. Wir gehen noch ein Stückchen tiefer. Oh, die Zelle hat den Geist aufgegeben. Okay, hier finden wir dann nicht mehr wirklich irgendwas. Ist natürlich jetzt schade, weil jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Dann müssen wir halt unseren Teleport benutzen. Also da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter mit. Da können wir wahrscheinlich buddeln, bis der Arzt kommt. Hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Weil wir haben ja noch was anderes zu tun, außer nur buddeln, buddeln. Wir haben ja auch ordentlich was gefunden. Machen wir Tür zu. Okay. Wir haben ja ordentlich was gefunden. Aha, Korall. Ey, voll Korall. So, das ist die. Das ist eine Stone Mining Cell. Und hier haben wir noch eine. Also da kommen wir erstmal nicht weiter. Schade. Schade, schade, schade. Hätte ich gerne noch ein bisschen weiter gebastelt. Aber funktioniert erstmal nicht. Gut, dann gucken wir erstmal noch. Bevor wir jetzt hier... Machen wir Tür zu. Ja gut, er will heute nicht so schnell, wie wir das wollen. Was brauchen wir denn für diese... Was ist das denn? Eine Eye-Ring. Das können wir nicht bauen. Da könnten wir natürlich eine von craften. Wenn wir 4 Obsidianblöcke haben, könnten wir die wieder neu craften. Okay. Was haben wir denn sonst noch? Die Holzstufen konnten wir nicht machen und die Steinstufen könnten wir machen, wenn wir von dem Dings hätten. Da würde ich gerne, ganz gerne mal, da werden wir uns jetzt erstmal ein paar Steinstufen machen. Ich glaube, das war oben, ne? Dieses, geh mal raus hier. Alter. Alter, du regst mich auf. Irgendwie regt er mich jetzt auf. Jetzt komm. So, jetzt haben wir's. Jetzt werden wir mal eben gucken. Ne, das brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Wo ist das Zeug? Da ist es. Okidoki. So, einmal runter. Dann gucken wir mal, dass wir uns mal eben... Nee, du nicht. Ich möchte gerne hier... Okay, das will er dann wieder nicht. Dankeschön. 4 Stück konnten wir machen. Wir bräuchten das diese. Ja, okay, das haben wir nicht. Aber jetzt will ich mal was ausprobieren. Das und das. Ach, wir nehmen alles mit. Halt, nicht rausgehen aus dem Spiel. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt werden wir das mal eben hier ein bisschen begradigen. So. So, so, so. Jetzt habe ich nämlich mal eine Idee. Dann können wir nämlich gleich auch den Weg da noch frei machen. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Und dann müssen wir mal schauen, wie weit wir hier noch kommen. Und dann mal gucken, wie wir da hier noch weiter verfahren. Sonst werden wir erstmal hier die Erde wegzimmern. Achso, wir haben gar keine Zelle da drin. Dann machen wir die mal da rein. Dann geht das, glaube ich, ein bisschen schneller.
Jawohl. Oh, da ist er. Wow, da ist er aber fix bei der Arbeit, wa? Und dann könnte man nämlich rein, theoretisch könnten wir hier nämlich uns eine schöne Treppe davor bauen. Ich hatte noch was anderes geplant. Müssen wir mal schauen, ob das so funktioniert. Und dann werden wir mal ganz gemütlich, also das hier noch wegballern. Mal noch ein bisschen bauen. So, wir haben ja einiges an Material, als nur hier durch die Weltgeschichte laufen. Das ist ja dann auch ein bisschen doof, aber ein bisschen erkunden wollte ich ja auch ganz gerne. Dass wir noch ein bisschen was an Material uns holen können, etc. pp. So, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Jetzt müssen wir eben gucken, wo ist die Erde? Die hauen wir jetzt mal hier herein. Und warte, wo sind die Dinger? Weil da müsste ich mal gucken, wie das dann aussieht. So, wo haben wir die Erde? Da ist sie. Und dann können wir das hier soweit nämlich erstmal so machen. Und dann werden wir jetzt mal eben hier den Dreck noch wegmachen. So. So, schwupp, 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 damit das von vorne auch schon mal wieder anständig aussieht. So. Das ist doch schon mal ganz nett, ne? So, dann kriegen wir das schon mal schön gebaut oder schön gemacht. Weil hübsch soll es ja auch sein. So, pom. So, Dille. Wir haben noch 26 Stück. Dann werden wir hier noch so weit wie möglich wegbauen. So, dann wird es auch gleich schon dunkel. Dann gucken wir mal. So, klack, klack. Klatsche, klatsch. Also das Bauen macht schon riesen Spaß hier. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Finde ich schon richtig geil. So, jetzt gucke ich mal, ob das dann so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Wenn wir jetzt hier... Das sieht ja ein... Oh ja, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus, ne? Dann kann man hier schön die Treppen rauf und runter laufen. Da machen wir uns hier eine ganze Stufenparade hin. Und dann gucken wir, dass wir vielleicht hier... Wo haben wir denn den normalen Stein? Das ist, glaube ich, der normale Stein. Genau, dann machen wir uns hier noch so einen schönen Weg hin.